Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video der Meatag jetzt. Heute zeigen wir euch, wie wir die Originalscheinwerfer gegen Golf 1 Scheinwerfer tauschen. Diese geben eine deutlich bessere Lichtausbeute und sieht optisch schöner aus. Hier kann man das ganz gut sehen. Und nun wünschen wir euch viel Spaß. Zuallererst müssen wir an der Abdeckung die vier Schrauben hier lösen. Auf der Seite zwei, auf der anderen Seite zwei. Machen wir mal ganz fix. So. Ja. Und dann kann man die Abdeckung auch schon nach vorne raushebeln. So, genau. So, haben wir den Scheinwerfer erstmal so freigelegt. Als nächstes müssen wir den Scheinwerfer aus der Halterung nehmen. Dazu lösen wir diese Schraube, diese und unten rechts noch eine. Man kann die eigentlich auch drin lassen, die Schrauben, und nur den Ring rausdrehen und dann den Scheinwerfer rausnehmen. Aber da wir den Ring ja gleich noch brauchen, um den neuen Scheinwerfer einzupassen und das nachher beim Einbau in dem Fall einfacher ist, nehmen wir jetzt die Schrauben komplett raus. Warum das ist, das seht ihr gleich. Man kann die drin lassen, aber so verliert man sie nicht, wenn man sie wegpackt. So, als nächstes den Lampenstecker abnehmen. So, einfache Sache. Und dann habt ihr den Scheinwerfer in der Hand. So, hier nun der Scheinwerfer im ausgebauten Zustand. Wir lösen jetzt die Halteklammern vom Ring. Dazu natürlich die Schrauben lösen, die natürlich mit der Zeit manchmal festgammeln. Wir haben die zum Glück schon angelöst. So, und die drei Halteklammern bräuchten wir dann für den neuen Scheinwerfer noch. So, jetzt müssen wir den Scheinwerfer nur noch vom Ring lösen. Okay, alles klar. Das bedarf manchmal etwas Gewalt aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion. Perfekt. So, getrennt. So, das ist jetzt der Golf 1 Scheinwerfer. Diesen goldenen Ring brauchen wir nicht. Der ist mit zwei Schrauben und einer plasternden Halteklammer befestigt. Zusätzlich dazu noch eine Feder. Die mache ich jetzt als erstes raus mit einem Schlitzschraubenzieher. Das ist ganz einfach. So, haben wir die Feder auch einfach untergehebelt und können die so aushängen. So, dann hätten wir die Feder schon mal gelöst. Jetzt geht's an die Schrauben. Die müssen wir, wenn das entweder geht, das so. Nein. Doch, geht so. Müssen wir aushebeln, weil die sind nur so komisch befestigt. So, ohne Gefühl. Nein, mit Gefühl, bis am Glas. Genau. Und hier müssen wir genau dasselbe tun. So, dann hätten wir den Scheinwerfer vom Ring erstmal noch nicht so weit gelöst. Da fehlt ja noch die Plastikklammer unten. Ja, die Plastikklammer fehlt auch noch unten. Vielleicht machst du die zuerst los. Die kann ich zuerst losmachen. Das sieht gebröstert wieder. So, und dann haben wir hier den goldenen Ring. Leider keine Trophäe. Der kommt erstmal weg. So, dann haben wir hier noch die Plastikklammer übrig. Jan. Ah. Die Plastikklammer haben wir noch übrig. Das ist aber ganz einfach, weil wenn die so lose hier drin hängt, dann braucht er die nur einmal um 90 Grad drehen und dann könnt ihr die so rausziehen. Wunderbar. So, übrig bleibt der nackte Scheinwerfer. Genau, so sieht das aus.
Der nackte Scheinwerfer. Bei diesem Scheinwerfer stören uns dann leider diese drei Halterungen. Die müssen wir dann mit dem Dremel dann abfixen. Das machen wir jetzt. So, als nächstes schnappe ich mir meinen neuen Dremel mit einer Trennscheibe drauf und werde jetzt anfangen, den und den Halter hier abzuflexen. Der dritte Höhenkranz. Jetzt ist er auch. So, hinten wir das auch. Jetzt haben wir wirklich nur noch den nackten Scheinwerfer. Jetzt machen wir weiter mit dem Anpassen auf den Ring von unserem MX-5. So, jetzt, nachdem wir den Ring auf den Golfscheinwerfer gesetzt haben, müssen wir die Halteklammern anpassen. Das Problem besteht nämlich darin, auf dieser Seite zum Beispiel mit der Klammer, da passt das Loch von der Klammer nicht mehr über den Ring, beziehungsweise über das Loch für den Ring, weil der Scheinwerfer ein bisschen breiter ist als der originale MX-Scheinwerfer. Das heißt, wir müssen den dahingehend anpassen und werden uns da ein Langloch feilen. So, aber wir haben eine Klammer, die passt, und das ist die Nummer bitte hier. Und das ist die lange Klammer. Die können wir so verwenden, ohne was daran zu modifizieren. So sollte man sich halt grob gemerkt haben, wo welche Klammer gesessen hat, ist aber bei uns nicht so wichtig, weil der ganze Scheinwerfer diese Aussparung für die richtige Positionierung der Klammer sowieso nicht hat. So, das heißt, wir gehen hin. Jan macht das jetzt mal, sucht sich den passenden Punkt für die lange Klammer aus. Wir haben, glaube ich, letztes Mal die Seite genommen. Genau, das wird auch die Seite wieder sein. So, und dann kann man, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video sieht. Ich drehe den Scheinwerfer mal. So, wenn man jetzt den Ring nimmt, ein bisschen hochhält und die Klammer da drüber legt, sieht man ganz gut, dass das so in etwa passt. Wir haben jetzt anstatt die alten Schrauben neue Schrauben genommen, die sind ein bisschen länger. M3 mal 15 sind es. Danke. So, wie gesagt, etwas fummelig, aber nun haben wir es doch geschafft. Jetzt können wir die Schraube eindrehen. Und nicht festdrehen, sondern nur wirklich, so reicht schon. Genau, nicht festdrehen, weil das werden wir gleich sagen. Den Rest müssen wir nämlich gleich noch positionieren. Und dann müssen wir die gleich über Kreuz andrehen, weil wir haben nur drei Fixierpunkte, und damit der Ring da möglichst gerade drauf sitzt, er ist nämlich einen ganz kleinen Tacken zu klein für den Scheinwerfer. Damit das aber gleich unter Spannung richtig sitzt, werden wir das über Kreuz andrehen. Jetzt werden wir aber erstmal an den kleinen Haltern unsere Langlöcher bohren. Genau. Beziehungsweise Pfeile. In den Schraubstock eingespannt, wir haben uns eine kleine Rundpfeile oder auch Schlüsselpfeile genommen. So, und damit werden wir jetzt das Loch größer feilen. So. So, wenn wir den Ring dann zum Scheinwerfer hin ausgerichtet haben und wir finden, das ist gerade, dann können wir beginnen, die Schrauben ganz langsam über Kreuz jeweils festzuziehen. Ich fange jetzt unten einfach mal an. So, und dann müssen wir gucken, Problem ist halt, der Ring ist so ein Stück zu schmal. Das heißt, wir werden irgendwo diesen Ring so ein klein bisschen wölben. Damit muss man, wenn man das so schnell und einfach umbaut, einfach leben, sage ich mal. Damit man könnte jetzt versuchen, die Kante von dem Ring umzulegen, aber dabei wird man den Ring wahrscheinlich nur verbiegen.
So, von daher drückt man das so rein und zieht das so fest. Das sind wirklich 1-2 mm, die werden hinterher nicht auffallen. Ich bemühe mich immer, diese Kante unten hinzukriegen, wo es übersteht, so dass das auf den Seiten nicht auffällt und ich unten so einen minimalen Überstand habe. Wenn ich das dann geschafft habe, bin ich fertig und kann dann auf der anderen Seite weitermachen und dann im Endeffekt die Scheinwerfer wieder einsetzen. Jetzt. Ja, das sehe ich nicht. Okay. So, nachdem wir die Lampe in den Scheinwerfer eingesetzt haben und das schöne Gummicover da drauf gesetzt haben, schließen wir hinten erstmal den Stecker an. Und der hält. Aber schön, das Gummicover. So, und jetzt setzen wir den Scheinwerfer ein. Dazu brauche ich wieder meine coolen drei Schrauben mit der Feder drauf. Die muss ich von, bisschen tricky jetzt, von hinten einführen in das Loch. Und dann kann ich erstmal hier ansetzen. Wo ist mein Werkzeug da? Und erstmal. Nein. Doch. Gut. Erstmal die erste Festschraube. So, dann hält das erstmal. Dann nehmen wir die zweite. Soll ich noch gucken, wo? Ah. Was doof. So, dann setzen wir die zweite auch ein. Und jetzt machen wir das hier im Blindflug. So, ich glaube, ich habe das Loch getroffen. Bin mir mal nicht sicher. Sieht aber gut aus. Ja, scheint zu halten. So, dann nehmen wir uns die dritte Schraube. Machen dasselbe auch bei der. Einführen, dran, das Loch treffen. Das war der Grund, warum wir die rausgenommen haben. Es ist nämlich im Endeffekt einfacher, die jetzt da so wieder reinzupacken, als den Scheinwerferring jetzt darin einzuhängen, ohne die Schrauben dann zu verdrehen oder am besten auch wieder rauszuziehen. Dann geht so im Prinzip einfacher. Genau das ist das, Alex. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Genau, und wenn wir gut gearbeitet haben, ist das Fadenkreuz auch in Waage. Und dann natürlich die Scheinwerfer einstellen. Das genau. Sieht man aber auch ganz gut, wenn man es schraubt, man sieht ja, wie sich der Scheinwerfer bewegt. Am besten natürlich mit dem Einstellgerät. Jetzt im Oktober ist übrigens wieder Lichttest umsonst, also wenn man das jetzt schnell macht, dann kann man das im Oktober noch über den Lichttest abwickeln. So sieht er aus, Kinder. So, wir zeigen euch gleich das Ergebnis. Jetzt bauen wir nämlich noch die andere Seite ein. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.